Es geht heute um die Ergebnisse eines DFG-Projekts, das den Titel trägt Adel und Abstammung, die Rezeption Widukinds von Sachsen im Kontext genealogischer Adelslegitimation in der frühen Neuzeit. Das ist ein gemeinschaftliches Vorhaben mit dem Kunsthistoriker Dietrich Erben an der TU in München und unsere beiden Mitarbeiter Olaf Heinemann und Saniya al-Baghdadi haben die genealogische Praxis zweier bedeutender Fürstenhäuser erforscht, nämlich der Wettiner in Dresden und der Savoyer in Turin. Entgegen der Ankündigung im Titel, den Sie alle gelesen haben, werde ich heute den Turiner Hof beiseite lassen müssen, denn dazu reicht das Format kleine Form wirklich nicht aus. Ich konzentriere mich stattdessen auf die Genealogie als gelehrte und künstlerische Praxis am Hof der sächsischen Kurfürsten. Innerhalb der Geschichtswissenschaft genießt die humanistische Genealogie nun wirklich keinen guten Ruf. Schon die Aufklärung und stärker noch der Historismus haben den genealogischen Arbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts mangelnde Wissenschaftlichkeit attestiert und heute werden deren Ergebnisse meist nachsichtig belächelt. Das steht freilich in Kontrast zu der überragenden Bedeutung, die man der Genealogie an den europäischen Höfen der frühen Neuzeit beigemessen hat. Da die Geschichtsschreibung des 16. und frühen 17. Jahrhunderts zu weiten Teilen Sache der Fürstenhöfe war, bildete die Genealogie eben keine Nebensache, sondern einen ganz zentralen Sachverhalt. Deshalb leistet unsere Beschäftigung mit Fürstengenealogien zweierlei. Zum einen liefert sie einen Beitrag zur Erforschung der höfischen Kultur. Zum anderen trägt sie zur Kulturgeschichte der Wissenschaftspraxis bei. Denn dem Verdikt der Unwissenschaftlichkeit für die Genealogien des 16. und 17. Jahrhunderts liegen völlig anachronistische Maßstäbe zugrunde. Die humanistische Geschichtsschreibung war kein Werk von Phantasten, sondern wurde sehr wohl von der Suche nach historischer Wahrheit geleitet. Freilich waren die zeitgenössischen Maßstäbe für Evidenz andere als unsere. Ich werde versuchen, Ihnen die Praxis der Wahrheitsfindung am sächsischen Beispiel vor Augen zu führen. Und Sie werden sehen, dass bestimmte Strategien zur Gewinnung von Evidenz sehr viel zeitgenössischer, moderner waren, als ihre Ergebnisse vermuten lassen. Also worum geht es in unserem Projekt ganz konkret? Wir haben die Produktion von historischen Herkunftserzählungen und von genealogischem Wissen an zwei Fürstenhöfen analysiert. Unser Ausgangspunkt war die Widukind-Überlieferung, weil sie für die Wettiner und die Savoyer zentrale Bedeutung hat. Also Sie wissen es vermutlich nicht, aber die Turiner, die Savoyer, sind Sachsen. Die Figur des Sachsen Widukind und die daran anknüpfenden Ursprungserzählungen sind von uns genutzt worden, um die historisch-genealogischen Konstruktionsprinzipien der Epoche zu erschließen. Geht das jetzt so? Hier sehen Sie ein historistisches Machwerk aus Herford. Von dieser Art von Repräsentation muss man sich natürlich völlig lösen, wenn man sich mit dem Widukind der frühen Neuzeit beschäftigt. Dies sind eher völkische Konnotationen des 19. und 20. Jahrhunderts und die dominieren natürlich das Bild, was wir uns von diesem Sachsenherzog oder Sachsenführer Widukind machen bis heute. Für die frühe Neuzeit ist dagegen wesentlich, dass sich eben bedeutende Dynastien auf Wittekind als ihren Ahnvater zurückführen. Für die Fürstengeschlechter war diese Gestalt deshalb so attraktiv, weil die ottonischen Kaiser als Nachfahren Widukinds galten. Hinzu kommt das narrative Potenzial des Zweikampfes zwischen Widukind und Karl, der agonale Zug ihres Ringens und die kathartische Wende in der Taufe. An der Wende zur Neuzeit stand ein ganzer Vorrat an Erzählungen bereit, die sich genau um diese Geschichte rankten und um diese Widukindgestalt. Und dieser Geschichten hat sich dann auch die Geschichtsschreibung des 16. und 17. Jahrhunderts bedient. Besondere Prominenz kam Widukind in der Geschichtsschreibung der Oldenburger Grafen, der Braunschweig-Lüneburger Welfen, der Herzoge von Savoyen und der Wettiner zu. Diese Geschlechter zählten sozusagen zur zweiten Liga der europäischen Fürstengesellschaft und im 16. Jahrhundert hatten sie noch keine Möglichkeit, eine Königswürde zu erlangen, standen aber dafür bereit. Im 17. und 18. Jahrhundert errangen sie dann die dänische, die englische,
die sardisch-piemontesische und die polnische Krone. Und das ist kein Zufall. Der angebliche Sachsenkönig Wittekind wurde von all diesen Geschlechtern in ihrem Streben nach Königskronen legitimatorisch genutzt. Ihre Dynastien erlangten damit angeblich den Rang, der ihnen aufgrund ihres edlen Herkommens von jeher zustand. Zurück zur humanistischen Geschichtsschreibung des 16. Jahrhunderts. Eine Genealogie, die lediglich bis zu Widukind ins 8. Jahrhundert nach Christus zurückreichte, genügte in dieser Zeit den allmählich anwachsenden Ansprüchen an Anciennität nicht mehr. Deshalb griffen die gelehrten Herkunftserzählungen zeitlich immer weiter zurück. Widukind büßte dadurch seine Position als Spitzenahn auf Dauer zwar ein, nahm dann jedoch die zentrale Gelenkstelle innerhalb der dynastischen Herkunftserzählungen ein, denn durch ihn waren die Christianisierung und die Zivilisierung von Dynastie und Volk eingeleitet worden. In unserem Projekt sind wir dann der Frage nachgegangen, wie genau dieses Wissen produziert wurde. Wie gewann man Evidenz? Wie wurde sicher geglaubtes Wissen geschaffen? Dabei spielte die Medialität der Geschichte eine entscheidende Rolle. Die Reproduzierbarkeit von Texten und Bildern sorgte im 16. Jahrhundert für deren weite Verfügbarkeit. Diese Verbreitung von Erzählungen erhöhte die Wahrscheinlichkeit von narrativen Transfer. Von besonderem Interesse sind dabei intermediale Transfers, das heißt die Überführung von schriftlichen Geschichtserzählungen in Bildmedien und umgekehrt. Die Prägephase für eine erneuerte, humanistischen Ansprüchen genügende Historiographie bildete die Regierungszeit von diesem Herrn, von Kurfürst Friedrich dem Weisen, 1463 bis 1525 Lebzeit. Aus seinem zunächst vertrauten, später zunehmend spannungsvollen Verhältnis zu Kaiser Maximilian I. heraus entwickelte Kurfürst Friedrich vollkommen neue und höchst anspruchsvolle Erwartungen an das eigene dynastische Herkommen. Friedrich erscheint in den Quellen nicht allein als Auftraggeber für genealogische Nachforschungen und deren Umsetzung in Bildprogramme, sondern auch als Experte für diese Sachverhalte. Mit ihm tritt uns ein humanistisch gebildeter und in ästhetischen Fragen interessierter Fürst entgegen, ein besonders anspruchsvoller, aber eben auch engagierter und zahlungsbereiter Auftraggeber. In die Tat umgesetzt wurde das von diesem Herrn durch Georg Spalatin. Er ist heute vor allem bekannt als ein früher Fürsprecher Luthers am Sächsischen Hof und als zentrale Gestalt des Protestantismus im Reich. Bevor er zum engsten Berater des Kurfürsten aufstieg, wirkte dieser umfassend gebildete Humanist als Geschichtsschreiber des Kurfürsten. Man kann ihn geradezu als den Begründer der sächsisch-wettinischen Haushistoriographie bezeichnen. Aufgrund seiner Arbeitsbelastung wurde sein Hauptwerk, die Chronik der Sachsen und Thüringer, hier sehen Sie eine Seite aus dieser Chronik, allerdings niemals publiziert. Lediglich das reich bebilderte Manuskript ist erhalten. Spalatin wirkte dabei nicht isoliert, sondern arbeitete so eng mit der Cranach-Werkstatt zusammen, dass man das Werk eigentlich nur als eine Gemeinschaftsproduktion angemessen würdigen kann. Im Gegensatz zu dieser großen Hauschronik wurde eine politische Streitschrift im Jahre 1541 veröffentlicht. Hier sehen Sie das Titelblatt, in der Spalatin sein genealogisches Wissen im Dienste des Kurfürsten in einem Rangkonflikt mit dem Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel einsetzte. Der Braunschweiger hatte dem Wettiner vorgeworfen, ein Einsetzling zu sein, also öffentlich behauptet, weil sein Vorfahre, der wettinische Vorfahre Friedrich der Streitbare, die Kurwürde nicht ererbt, sondern mit Geld erkauft habe. Das wurde von wettinischer Seite selbstverständlich mit historisch weit zurückreichenden genealogischen Argumenten in Abrede gestellt, den Braunschweigern dagegen der Verlust ihrer Lehen unter Heinrich dem Löwen aufgrund des Verrats am Kaiser vorgehalten. Historisch-genealogische Argumente bildeten demnach wichtige Waffen in den Konflikten innerhalb des Reichsfürstenstandes. Spalatins Tätigkeit als Haushistoriker beruhte auf seiner Integration in ein reichsweites Netz humanistischer Gelehrter, die sich gegenseitig durch Quellenfunde unterstützten. Die meisten Humanisten waren an Fürstenhöfen tätig
und stellten ihre auf gemeinsame Studienzeit oder Lehrer-Schüler-Verhältnis zurückgehenden Beziehungen durch regelmäßige Korrespondenz auf Dauer. Mit diesen humanistischen Gelehrten setzte eine quantitative und qualitative Erweiterung der verfügbaren Quellen ein. Im Falle Sachsens wurde neben der Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum des Beda Venerabilis die Dänengeschichte des Saxo Grammaticus herangezogen. Beide Quellen bildeten nämlich Fundgruben für alte Sachsen. Die bescheidene Menge der zur Verfügung stehenden Belegstellen, die sich aus diesen Quellen ergab, wurde vervielfacht durch Zitate aus den Werken anderer humanistischer Gelehrter, die ihrerseits die gleichen Quellen genutzt hatten. Für diese Praxis war die fehlende Unterscheidung von Quellen und deren späterer sekundärer Nutzung verantwortlich. Seltene, nach heutigem Verständnis kaum valide Quellenbefunde konnten durch gegenseitiges Zitieren beliebig vermehrt und dadurch wahr werden. Die Netzwerkstruktur einer überschaubaren Gruppe humanistischer Gelehrter hatte also nicht allein pragmatische Bedeutung für die Generierung von neuem Wissen, sie schuf durch die Praxis des gegenseitigen Zitierens geradezu Evidenz, die man als Resultat eines Prozesses wechselseitiger Anerkennung deuten kann. Jenseits der Epochenspezifik drängt sich natürlich der Gedanke auf, dass Wissenschaft bei der Generierung und Stabilisierung von Erkenntnis diesem Prinzip gegenseitiger Anerkennung allgemein verhaftet ist. Aufbauend auf der spätmittelalterlichen Überlieferung, in der die Wettiner bereits als Familia Wittekindea erschienen, wurde im frühen 16. Jahrhundert das sächsische Gentilherkommen der Dynastie betont. Im Zuge dessen wurde die tradierte Origo Gentis, die eine der üblichen Wanderungsgeschichten erzählte, an die Germania des Tacitus angepasst, die allen germanischen Völkern eine autochthone Herkunft attestierte. Und genau darauf legten die deutschen Humanisten höchsten Wert. Man verwurzelte die Dynastie in der germanischen Vorgeschichte der Teutschen und knüpfte ein festes Band zwischen Volk und Fürstenfamilie. Dabei konstruierte Georg Spalatin freilich keine Genealogie, die bis in tacitäische Zeit zurückreichte. Die wettinische Ahnenreihe wurde lediglich bis zu Widukind bzw. zu dessen unmittelbaren Großeltern zurückgeführt. Für die Zeit davor fand man eine andere Lösung in Form einer Amtsträgerreihe. Und da sehen Sie ein solches Exemplar aus dieser Amtsträgerreihe, nämlich Widukind. Spalatin und die Cranach-Werkstatt schufen eine Galerie von Inhabern der sächsischen Königs- und Herzogswürde, denen kein agnatischer Zusammenhang unterstellt wurde. Das hatte seinen Reiz, denn dieses Prinzip erlaubte es auch, für die lange Phase, in der die sächsische Herzogswürde zunächst bei den Welfen und dann bei den Askaniern gelegen hatte, diese Amtsvorgänger für das eigene Herkommen zu vereinnahmen, also auch für das Mittelalter. Solche Amtsträgergalerien schmückten seit dem frühen 16. Jahrhundert die sächsischen Residenzen in Wittenberg und Torgau. Ich kann Ihnen nun nicht die Galerie zur Gänze vorstellen, zeige deshalb nur dieses Tafelbild von König Wittekind zu Sachsen, an dem aber einige Konstruktionsprinzipien verdeutlicht werden können. Die Gemälde weisen allesamt einen Kompositcharakter auf. Sie bestehen aus Brustbildern der Fürsten, ergänzt um Schrifttafeln, die über den Namen des Dargestellten, seinen fürstlichen Rang und seine Taten in knappen Reimen informieren und um sein Wappen, das seinerseits als zeichenhafte Kurzinformation über die genealogischen Bezüge und die herrschaftliche Stellung des Dargestellten dient. Wappen wirkten als Medium der Vergegenwärtigung aristokratischen Rangs, funktionierten auch ohne viele Worte als Ausweis seiner dynastischen Bezüge. Genealogie, res gestae, Heraldik und Porträt bildeten Verweiszusammenhänge, die sich gegenseitig bedingten und stützten. Eine einmal gefundene Bildlösung zur Darstellung eines Fürsten wurde in der Regel über lange Zeit beibehalten und über illustrierte Handschriften, die sogenannten Stammbücher, hausintern tradiert. Außerdem wurde das genealogische Korpus in Druckwerken, auch einem größeren Publikum, vermittelt. Durch humanistische Gelehrsamkeit konnte solch ein Text-Bild-Zusammenhang aber auch modifiziert werden. Das möchte ich Ihnen am Beispiel der veränderten Darstellung von Widukind zeigen. Am Wettinischen Hof wurde Widukind
bis Ende des 16. Jahrhunderts so dargestellt, also in der humanistischen Arminius-Tradition, als geharnischer edler Wilder im Bart. Das ändert sich, denn das westfälische Örtchen Enger galt als Grablege des sächsischen Kriegers, eine Behauptung mittelalterlicher Chronisten, die mit der Errichtung dieses Bildnisses im frühen 13. Jahrhundert in der dortigen Stiftskirche seine Konkretisierung fand, die sich in den folgenden Jahrhunderten eben in einen positiven Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht verkehrt. Also das, erst wird das errichtet, anschließend weiß man, er liegt da. Die mittelalterliche Plastik zeigt einen Priesterkönig mit Krone und Lilienzepter, der seine rechte Hand zur segnenden Gebärde erhebt. Spätestens seit dem 14. Jahrhundert waren Gelehrte und Publikum davon überzeugt, dass Widukind in Enger begraben liegt und dass das Grabmal sein Antlitz zeigt. Davon zeugen die Besuche hochgestellter Personen in der Stiftskirche. Zum Beispiel machte Kaiser Karl IV. im Jahr 1377 während seiner Reise durchs nördliche Deutschland einen Abstecher nach Enger, um das Grab des Gegenspielers seines großen Vorbilds Karl zu sehen. In die Bildwelt der Wettiner gelangte die Grablege durch den Humanisten Rainer Reinecchius. Er besuchte die Stiftskirche in Enger im Jahr 1579 und brachte einen Stecher mit. Reinecchius ließ einen Kupferstich von der Grabplatte fertigen, der für das Bild, das sich das Gelehrte und das höfische Publikum vom sächsischen Heerführer machte, entscheidend wurde. Genau besehen ging also nicht die Grabplatte in Enger, sondern dieses Abbild des Abbilds in das Imaginarium der humanistischen Gelehrten und des europäischen Hochadels ein und prägte bis ins 18. Jahrhundert die visuellen Vorstellungen, die man sich von Widukind machte. Die Publikation von Reinecchius wirkte schulebildend für nahezu alle nachfolgenden illustrierten Genealogien und sächsischen Geschichtswerke. Da können Sie das hier sehen bei Albinus an der Wende zum 17. Jahrhundert. Der entscheidet sich nicht, der bringt parallel beide Darstellungen von Widukind und danach geht es aber so weiter. Also 17. bis 18. Jahrhundert, dies ist jetzt einfach nur eine relativ beliebige Auswahl von Darstellungen. Sie sehen, überall wird eben dieses Grabmal aus Enger zitiert. Um 1600 wurde die Engeraner Widukindplastik also medial in das historische Verweissystem der wettinischen Geschichtsschreiber eingespeist. Mit seiner Authentizität diente es einer Strategie der Verifizierung. Geltungsbehauptungen wurden so materiell belegt, denn Bilder und Texte bildeten Verweissysteme, die sich gegenseitig stützten. Das kann man zum Beispiel an dieser, es ist mein Liebling, diese Darstellung sehr gut sehen. Das ist eine von August dem Starken in Auftrag gegebene Medaille, die ihn zeigt, links und rechts Widukind, seinen Vorfahren. Und auf der Randumschrift steht Reges Creantur Regibus. Also alles klar. Und die Familienähnlichkeit ist einfach auch schlagend. Es bildet eine Besonderheit der Geschichte Sachsens im 16. Jahrhundert, dass die Kurwürde im Jahr 1547 während der Regentschaften von Johann Friedrich I., dem Großmütigen, aus der älteren Linie der Ernestiner und Moritz aus der jüngeren Linie der Albertiner den Besitzer wechselte. Zwar war auch Moritz von Sachsen Protestant, stellte sich jedoch 1546 auf die Seite Kaiser Karls V. gegen die evangelischen Fürsten des Schmalkaldischen Bundes unter der Führung seines Vetters. Nach der Niederlage der Protestanten in der Schlacht bei Mühlberg erhielt Moritz die Kurwürde. Seitdem bildeten die in Dresden residierenden Albertiner die führende wettinische Dynastie mit weitreichenden Folgen für die Hausgeschichtsschreibung. Diese Albertiner eigneten sich binnen kurzem die Genealogie der Gesamtdynastie an. Um die gesteigerten Ansprüche an das Alter und die Qualität ihres Herkommens zu befriedigen, förderte Kurfürst August I., das ist der Nachfolger, während seiner langen Regentschaft 1553 bis 86 die historisch-genealogischen Arbeiten im Umfeld seines Hofes. Davon zeugt die große Zahl von Gelehrten, die im Auftrag der Kurfürsten forschten, namentlich Georg Fabricius, Georg Agricola, Rainer Reinecchius, Hiob Magdeburg und Petrus Albinus, die für kürzere oder längere Zeit am Dresdner Hof wirkten. In diese Phase fällt die Veröffentlichung von zahlreichen historisch-genealogischen Arbeiten.
die aus einem gemeinsamen Wissensbestand schöpften und ihn ständig weiterentwickelten. Dabei kamen, hier sehen Sie eine davon, Fabricius ist einer der prominenteren Autoren in diesem Feld, dabei kamen die neuesten wissenschaftlichen Darstellungsformen zum Einsatz, die ich Ihnen an einer posthum erschienenen Veröffentlichung von Georg Fabricius kurz vorstellen möchte. Sie sehen hier ein Abstammungsschema, wie man es in vielen genealogischen Publikationen seit Mitte des 16. Jahrhunderts findet. Diese innovative Form der Visualisierung schuf, wie heute bildgebende Verfahren, eine eigene augenfällige Evidenz. Auf Seite 10 links wird die Ahnenreihe der sächsischen Könige auf der Grundlage von Beda gezeigt. Seite 72 rechts bringt die Abstammungsfolge, die von der Großelterngeneration Widukinds bis zu seinem angeblichen Sohn Widukind II. Reicht, von dem sich die Wettiner herleiteten. Seite 424 zeigt dann, dass Königin Mathilde, die Ehefrau von Heinrich dem Vogler, die Herzöge von Montferrat und die Herzöge von Savoyen allesamt aus einer gemeinsamen Wurzel entstammten und damit eben Verwandte der Wettiner waren. Höhepunkt und Abschluss dieser genealogischen Forschungsoffensive bildete die Regierungszeit von Kurfürst Christian I., in der Petrus Albinus, hier sehen Sie ihn, eine neue Ahnenreihe schuf, die orthodoxen Charakter für die fürstliche Repräsentation der folgenden etwa 100 Jahre erlangte. Fabricius und vor ihm schon Spalatin hatten über sächsische Könige als Amtsvorgänger von Widukind berichtet. Bis in die 1580er Jahre waren diese verschiedenen Sachsen jedoch niemals in einen zusammenhängenden Stammbaum integriert worden. Hatte Fabricius noch Skrupel gehabt, Überlieferungslücken zwischen den Herrschern der Vorzeit zu überspielen, unterstellte sein Schüler Albinus, dass zwei sächsische Fürsten über die literarische oder historiografische Quellen als zeitlich halbwegs benachbart berichteten, in einem Vater-Sohn-Verhältnis stehen mussten. So konnte Albinus die vorhandene Ahnenreihen miteinander verknüpfen und den Wettinern nicht weniger als 19 zusätzliche neue Ahnen bescheren, wodurch sich ihre Genealogie um 700 Jahre bis in die Antike verlängerte. Das klingt abenteuerlich und willkürlich. Olaf Heinemann argumentiert jedoch in seiner Dissertation und, wie ich finde, überzeugend, dass all diese Autoren bei der Generierung der Ahnenreihen nicht vollkommen frei agierten. Ahnen konnten nicht erfunden, sie mussten gefunden werden. Das fiktive Element bestand in der Erfindung familiärer Beziehungen, mit denen historisch durchaus belegbare und aufgrund ihres Standes und ihrer Taten geeignete Personen untereinander verknüpft und in die Ahnenreihe inkorporiert wurden. Wir haben damit einen höchst produktiven Modus zur Erzeugung von neuem historischen Wissen vor uns. Zusätzliche Evidenz gewann dieses Wissen durch Strategien, die wir auch aus dem heutigen Wissenschaftsbetrieb nur allzu gut kennen. Ich meine das Anhäufen von Zitaten möglichst vieler Autoritäten und die Schaffung von Sinnfälligkeit durch schematisierende Visualisierung. Also hier sehen Sie zum Beispiel eben aus einer Veröffentlichung von Petrus Albinus seinen Catalogus Auctorum Quorum Testimonium et Auctoritas Advocator in hoc libello. Und da ist alles, was gut und teuer ist, sozusagen versammelt. Die ganzen antiken Autoritäten, die humanistischen Autoritäten und auch die Geschichtsschreiber des Mittelalters. Sie sind dort allesamt versammelt. Und wenn man das mal durchgeht, hier ist noch die nächste. Da sehen Sie, das ist eine bedeutende Reihe von Zeugnissen, auf die er sich beruft, und darunter ist natürlich Tacitus, aber alles andere, was wir heute auch noch verwenden würden, nur vielleicht in anderen Zusammenhängen. Die schematische Stammfolge des Elias Reusner aus dem Jahr 1597, also gleicher zeitlicher Horizont, legt dann konsequenterweise nahe, dass praktisch der gesamte europäische Hochadel über den genealogischen Knotenpunkt Widukind miteinander verwandt war. Also hier, das sind keine Stammfolgen mehr, sondern das sind sozusagen die Verknüpfung von Stammfolgen als Blöcke miteinander. Und das Ganze läuft einmal auf Widukind zu und witzigerweise parallel dazu auf Karl. Also man ist mit beiden verwandt, und zwar alle. Die genealogischen Arbeiten des Petrus Albinus mündeten in die Gestaltung der Ahnengalerie des langen Ganges in der Dresdner Residenz, geschaffen von dem Hofmaler Heinrich Göding. Das möchte ich Ihnen jetzt mal kurz vorführen. Das ist der heutige
Blick auf das Schloss, dieses der lange Gang oben in der oberen Etage, der ist im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Da kann man also nur auf alte Fotografien aus den 30er Jahren zurückgreifen, die das zeigen. Also Sie sehen hier diese sehr lange Raumflucht und Sie sehen dann hier eben die Gemälde, die dort ebenfalls wieder als solche Kompositbildnisse, also großes Porträt, darunter der Name, darunter Res Gestae, darunter noch einmal ein kleines Bildtäfelchen, was über die wichtigsten Taten des Dargestellten informiert. Und der letzte in dieser Reihe ist der hier, nämlich August der Starke. Der lässt sich da also noch durchaus inkorporieren, obwohl zu seiner Zeit eigentlich schon klar ist, dass das Ganze fiktiv ist. Also die historische Forschung ist im frühen 18. Jahrhundert so weit, dass sie sagt, Leute, lasst das. Aber er macht das noch. Ja, und dabei wird gefunden dieser neue Spitzenahn, Haderich, König der Sachsen und Urheber des Hauses Sachsen. Dies ist also eine Zweitfassung dieses Werks. Wenn Sie sehen, der Gekrönte hier mit der Wurzel-Jesse-Darstellung, dann erwächst aus ihm der Stamm der Sachsen mit dem kurfürstlichen Wappen hier oben an der Spitze und hier dem Niedersachsen-Ross, würden wir heute sagen. Also das ist natürlich das sächsische Ross. So, und das wird auch publiziert in Rhein. Hier sehen Sie also eine Holzschnittfassung des gleichen Haderichs. Integriert wird natürlich Hengst, der Eroberer Englands. Sie sehen hinten hier seine Schifflein, mit denen er übergesetzt ist von Norddeutschland oder von Dänemark aus nach England. Und unser Widukind ist natürlich dabei in der Engeraner Tradition. Hier wird er von Bonifatius getauft. Und sein Sohn Widekindus II. Ist ebenfalls, oder der Jüngere ist ebenfalls dabei und erneut Wurzel-Jesse aus seinem Leib heraus. Das ist also alles Teil dieser Ahnengalerie und das ist sozusagen die Umsetzung, die mediale Umsetzung dieses Albinus, dieser Albinus-Stammfolge in Form dieser Ahnengalerie. Ja, ich komme mal zum Schluss. Ich denke, es wird Zeit. Die Ausgestaltung des Widukindstoffes im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit ist auf dessen legitimatorisches Potenzial für die führenden Dynastien im Reichsfürstenstand zurückzuführen, die als Kurfürsten Königsmacher waren und auf Dauer selbst Königskronen anstrebten. Durch die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Dynastien und zwischen den beteiligten Gelehrten kam es im 16. Jahrhundert zu einem Überbietungswettbewerb. Genealogisches Wissen konnte in der Form gebundener Fiktion immer weiter vermehrt werden. Die Konkurrenz zwischen den Höfen ließ Zahl und Alter der Ahnen anwachsen. Dass die Narration über Widukind so lange weitererzählt wurde, hat jedoch auch mit der Konnektivität der von ihm ausgehenden Genealogien zu tun, über die dynastische Verbindungen zu anderen Häusern historisch zu untermauern waren. Bei all dem kommt der Medialität der Geschichte eine entscheidende Rolle für die Produktion historischer Wahrheit zu. Geschichtsschreibung, Genealogien, Historiengemälde und Heraldik bildeten einen gemeinsamen Verweiszusammenhang. In ihrer Bezüglichkeit schufen sie evidentes historisches Wissen. Dankeschön.